Hallo, Robert Heiduk hier und ich melde mich heute zurück nach längerer Online-Abstinenz mit meinem neuen Buch über K2-Training. Heute frisch aus der Druckerpresse hier eingetroffen. Und wer mich kennt, der weiß, in den letzten Jahren habe ich mich schwerpunktmäßig mit der Methode aus Japan beschäftigt. Und ich hatte das Glück, vom Erfinder oder vom K2-Erfinder selbst, Dr. Yoshiaki Sato, unterrichtet zu werden und ihn kennenzulernen. Und herausgekommen ist dieses 200 Seiten oder über 200 Seiten lange Standardwerk über eine Methode, die außerhalb von Japan noch relativ unbekannt ist, aber durchaus auf eine sehr lange Tradition zurückblicken kann und in vielen, vielen Bereichen glaube ich, ist ein Paradigmenwechsel statt oder darstellt. Und ich denke, in Zukunft werden wir noch viel von der Methode hören. Ich möchte die Gelegenheit einmal nutzen, euch ja, ein bisschen was über den Inhalt des Buches zu erzählen oder einen kurzen Überblick zu geben. Und ja, anfangen tut das Buch mit einem Abschnitt oder einem Kapitel über den Erfinder selbst, über Yoshiaki Sato selbst und den langen Prozess des, ja, kann man sagen, Leidens bis zur Perfektionierung der Methode. Und was wir hier auch haben in dieser historischen Darstellung, ist ein Interview mit dem Meister selber. Und ich glaube, weder im Online-Bereich noch im Print-Bereich wurde sowas jemals gemacht. Der Mann lebt relativ zurückgezogen und von daher ist das sicherlich ein Highlight. Ein anderes Highlight ist auch ein Interview mit dem Mann, der Anfang der 2000er Jahre K2 aus Japan in die weite Welt trug, Steven Muniatonis aus Kalifornien. Er ist hier auch interviewt. Und nach dieser historischen Entwicklungsgeschichte folgt eine trainingswissenschaftliche Analyse. Ja, als Trainingswissenschaftler von Hause aus ja, ist es so meine Spezialaufgabe, die Daten oder das vorhandene Wissen, was man so hat, nochmal neu durchzustrukturieren. Und ich glaube, dass selbst erfahrene K2-Spezialisten hier noch neue Erkenntnisse rausziehen werden. Und ihr seht, das Buch lebt von seinen Tabellen, Abbildungen und Illustrationen, die das Ganze sicherlich auch noch anschaulicher machen und so manches Missverständnis auch auf den Weg räumen. Denn ich weiß natürlich, dass es auch Informationen oder steigende Informationen über K2 oder Blood Flow Restriction online gibt, aber ich kann sagen, da ich mich sehr genau mit der Sache beschäftigt habe, dass nahezu alle Online-Informationen entweder inkorrekt oder unvollständig sind. Und das ist hier in dem Buch anhand ja, solider Daten nochmal dargelegt. Ja, was ich auch in dem Buch näher beleuchtet habe, sind die physiologischen Wirkmechanismen hinter der Methode. Das bedeutet, warum wirkt K2 oder wie wirkt K2 eigentlich und welche Ergebnisse lassen sich damit eigentlich erzielen? Ja, und letzten Endes wichtig ist auch, viele denken, mit K2 ginge es nur um Muskeltraining oder Krafttraining, weit gefehlt. Im Kapitel Anwendungsbereiche habe ich sehr viele Bereiche beschrieben, wie K2 eigentlich angewendet werden kann. Dazu verschiedene Sportarten, dazu Möglichkeiten, das in der Therapie einzusetzen und letzten Endes auch ein Ausblick in die Zukunft, denn wir stehen am Anfang der vierten industriellen Revolution, die Technologisierung und Vernetzung aller Dinge, die es gibt. Und da ist natürlich K2 auch keine Ausnahme. Und hier werden, wie gesagt, noch einige zukünftige Entwicklungspotenziale dargestellt. Das Buch ist ab sofort erhältlich im Onlinehandel und auch bei Pulsch zu bestellen. Ich würde mich freuen, wenn euch dafür interessiert, wenn euch das Buch mal näher anschaut. Und für Fragen stehe ich euch gerne jederzeit zur Verfügung. Viel Spaß!